Herzlich willkommen zum Spiel 2 zwischen Bone Doctors und 3D Max in der UGC Liga Season 2 und dementsprechend auch Game 2 von Bone Doctors gegen 3D Max. Das erste Spiel haben sich Bone Doctors, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, gut geschlagen, aber 3D Max hat irgendwie doch durchgepusht. Teilweise wegen Draft, teilweise auch wegen ziemlich guter Spielweise. Und jetzt kommt's zum finalistischen Game 2. Bin richtig gespannt. Denn über das Spiel habe ich schon viel gehört. Sehr gespannt und wie das halt immer so ist, sehr gespannt auf richtiges Dota. Mit seinem Pub-Team gerade ein Spiel verloren hat, weil Gründe. 3D Max band Bone Doctor, Witch Doctor gegen Bone Doctor, sehr interessant. Und Death Prophet und auf der Gegenseite Panda und Terrorblade. Zwei sehr, sehr überzeugende Bands, da doch zum Teil Panda ein Spiel gewinnen kann und Terrorblade sowieso zurzeit richtig imber ist, wie man im ESL One New York mal wieder gesehen hat. Doch einigen sehr komischen Spielen. Ah, lass es mal Deffen, der pusht ja nur alleine. Oh, Rex tot. Trotz Deffens. Wir haben mal gespannt. Bone Doctors First Pick, Scarif Mage ist da, wäre da, Razor wäre noch drin. Die obligatorischen First Picks. Ansonsten. Ja. Naja, theoretisch sind 100 Helden drin. Aber. Razor, Scarif Mage. Batrider theoretisch noch. Weil der auf dem. Doch schon ein richtig hohen Niveau hier, aber trotzdem halt noch so. Für Pros ist er irgendwie Picks und Buns und gegen Navi oder so für einen Funnic, aber bei Turtle Rider braucht man meines Erachtens nach irgendwie einen Spieler oder eine Spielerin, die da richtig gut drauf ist, und eine Viper wird hier gepickt. Interessant, dass trotzdem noch Viper vor Razor in der Prioritätenliste drin ist. Generell besser zum Solo-Killen für den Slow. Aber ich hatte doch irgendwie gedacht, dass eigentlich Razor beliebter ist. Mehr Teamfight, mehr Tower-Push. Aber vielleicht brauchen sie einfach nur einen Tank, der Support snacken kann. Da ist die Viper natürlich ziemlich gut gegen. Bei D-Max haben wir jetzt die Möglichkeit, dagegen zu halten. Mal gespannt, was sie sich da denken. Wie gesagt, Scarif Mage hier noch drin. Sie könnten jetzt auch noch Combo gehen. Das Void Scarif Mage oder sowas ist, ob das Scarif Mage Sand King oder sowas ist. Lina, Pocket Strat von 3D Max, so ich denke. Clockwork Lina. Das kann man, glaube ich, sogar auf einer Lane spielen. Clockwork mit Support, Cox Stun und Kill. Aber ich weiß es nicht. Es könnte auf jeden Fall was Interessantes werden, besonders. Naja, sind interessante Picks. Freue ich mich auf jeden Fall drauf und es eröffnet halt so Synergies, die man vorher nicht kennt. Besonders mit Lina. Hat einiges an DPS, wenn die Spells raus sind. Dieses Carry gespielt wird sowieso, aber ja, Support ist generell sinnvoller. Und ja, einer der schwierigeren Stuns des Spiels. Nur mit dem Setup hier, Cox, auch mit einem einfachen Hookshot reicht schon. Eine Sekunde Stuns, nur 1,6 Sekunden. Delay sollte passen, dass man da nicht so weit wegkommt, und ja, Dragonslave, Laguna Blade, schöne, tolle Spells. Und Wraith King von Bone Doctors, also hier doch nicht zu unterschätzendes Tankpotenzial. Und das wird halt auch interessant, inwieweit Clockwork Lina da Leute bursten kann. Vor, oder inwieweit 3D Max da alle Spells expanden muss, alles draufhauen muss, was sie können. Und Bone Doctors teilweise halt immer noch stehen. Oder halt Wraith King stirbt einmal oder die Viper stirbt und der Rest des Teams lebt halt einfach noch. Weil die Leute halt so viel Damage fressen. Silencer wird von Bone Doctors tatsächlich gebannt. Ich dachte, 3D Max wollen hier vielleicht eher was Richtung Execution gehen und Silencer unterbrechen könnte. Und natürlich Lycan. Immer ein guter Pick. Bann. Ja, auch bei sowas wie Lina Clockwork. Split Push könnten Lina und Clockwork doch einige Zeit verbrauchen. Weil Disengage wird vor Clockwork doch relativ schwierig, besonders wenn er
Suicide-weise darauf aufpasst, dass man eben nicht TP't. Mit Flair sorgt die für die Vision und Hookshot kann halt immer irgendwo TP's abbrechen. Er wettet sogar mehrere mit Cox. Daher ist der Lycan-Bun auf jeden Fall super. Scarith-Mage-Bun, wie immer, essentiell. Wraith King ist ein richtig gutes Support-Duo und halt auch als Dual-Lane quasi schon richtig hart mit dem Stun. Wraith King wirft einen Stun und dann halt Mystic Flair drauf, neben dem Silence, schon relativ hart. Rubick wird jetzt zweites gebannt. Entweder wird D-Max jetzt sagen, okay, hey, noch mehr Spells, die Rubick stealen könnte, aber ansonsten, ja, von Lina gefällt ihm alles, von Clockwork ist, ja, ähnlich bis auf die Cox wahrscheinlich, wobei die halt auch teilweise sehr stark zur Survivability helfen. Und jetzt Ember Spirit, der doch, ja, geht zu Spells für Rubick hat, aber Synergies doch relativ lange vorhanden sind. Auch wenn es halt nur... Also sie haben auf jeden Fall Control, das muss man ihnen zugestehen. Searing Chains, Cox, Battery Assault, Hook. Jo, das ist schon alles. Lightstrike Array. Einiges bei nur drei Helden. Fire Strat, nach dem Roten nach zu urteilen. Weil Clockwork jetzt nicht so direkt Feuer ist, aber mit der Rocket Flare zugegeben. Na, irgendeine Art von Feuer muss es bei explodierenden Raketen sein. Und außerdem, ja, schießt die Rakete doch mit Feuer hinter sich her, benutzt es als Antrieb. Und nachher definitiv eine Feuerstrat und Lion von Bone Doctors. Die sagen, okay, ihr habt Lina, wir haben Lion. Lass uns mal gegenseitig die Nukes um die Ohren schmeißen. Sehr gut. Halt auch gegen Ember Spirit. Der hier doch relativ squishy ist. Und ohne Flame Guard doch schon schnell von so einem Finger of Death oder einfach nur von der Control des Lions ziemlich stark überrascht und oder gekillt werden kann. Auch glaube ich hat Ember Spirit gar nicht so viel Mana und das Mana Drain könnte da das Zyklein in der Waage sein, um entweder nicht alle Kombos rauszubringen oder halt die 150 Gold am Ende für den Remnant nicht mehr zu haben. Daher auf beiden Seiten Möglichkeiten für Execution, zwar nicht wenige. Auf Wraith King Lion ist eine relativ starke Lane. Der eine ist ein super Harasser, auch gegen Mana. In Clockwork teilweise. Der Punkt ist halt, Clockwork hat gewisse Solo-Killing-Potential auf den Lion. Zumindest auf den Early Levels. Ja, wenn Lion halt aufpasst, sollte immer zur Not ein Hex da sein. Schnell wegzukommen. 2,5 Sekunden ist genug, um vor so einem Fisch wegzulaufen. Oder einem Chicken, je nachdem welcher Skin. Aber trotzdem, Level 3 oder so, Clockwork, 2 Punkte im Battery Assault, Cox. Das könnte für einen Lion doch schon relativ knapp werden. Je nachdem, wie weit der Wraith King für den Stun entfernt ist. Selbst dann. Ja. Aber auf der anderen Seite natürlich Lion kann ihn mit dem Mana Drain relativ weit runterhalten. Kann ihm jetzt kann relativ gut seine Spells raushauen dagegen. Und sollte ihn generell ein bisschen besser von der XP-Range abhalten, als es meistens beim Clockwork möglich ist. Eventuell sogar einen Rocket-Build forcen. Was beim Clockwork. Es hilft auf jeden Fall, dass er ab Level 6 oder Level 7 nicht anfängt mit Max Battery Assault irgendwie Supports zu töten. Was beim Lion doch auf jeden Fall möglich wäre. Lion ist halt ein Solo-Kill für ein Clockwork auf Level 7. Venomancer für einen 3D-Max. Ist ein bisschen in den Push mitgebracht und halt auch genügend Teamfight. Hat schnell dafür sorgen kann. 3D-Max hat viel Damage. Hat definitiv viel Damage. Auch wenn es ein bisschen Damage over Time ist. Aber das ist schon einiges an Magic Damage. Und Timbersaw von Bone Doctors ist jetzt halt auf jeden Fall einer dieser Tanks, das vielleicht ein bisschen zu mitigieren. Aber die Viper muss ziemlich schnell den Mech bekommen. Und vielleicht hätte mir auf Bone Doctors Seite tatsächlich ein bisschen mehr so ein Bristleback oder sowas, der schnell, ja, tatsächlich sogar eine Pipe statt den jetzt wohl immer gekauften Crimson Guard. Also hätte mir eine Pipe besser gefallen, einfach wegen dem richtig fetten Magic Damage. Ember Spirit, Venomancer, Lina haben doch einen Zicken Damage. Razor wurde von Bluntus gebannt, hätte was gefehlt. Patsch. Ogre Magier wurde zuletzt noch von den 3D-Max gebannt. Dadurch, dass sie den Support noch übrig hätten, durchaus einer der früher underrated, jetzt tatsächlich doch sehr häufig gesehenen, auch sehr verfolgt gesehenen Supports der Ogre Magi. 3D-Max Patsch. Kommt ein bisschen Tank jetzt rein? Aber trotzdem hat Bone Doctors gerade mit dem Tank vorne und suchen jetzt hier einen Support. Oder einen Carry.
Aber ja, Ember Spirit prinzipiell gegen Wraith King. Das Carry Battle zusammen mit der Viper. Das. Da muss man jetzt nicht unbedingt noch so ein Spectre Hard Carry reinnehmen. Das sollten sie auch so schaffen, von daher irgendwas, was fighten kann. Das. Und irgendwas, was halbwegs Opatsch sicher ist. Dein ist dann noch einer der besseren Heroes. Brauchen sie auf jeden Fall einen Stun. Jetzt zwei Stunts, das ist okay. Aber vielleicht irgendwas Long Range, Slowiges, was Timbersaw rankommen lässt. Bin ich mal gespannt, was sie picken. Haben noch 15 Sekunden Zeit, müssen sich langsam entscheiden und Weaver kommt. Also einen Support Wraith King und einen Carry Weaver, der sehr viel Spaß haben wird, weil er ultra squishy ist. Also teilweise greedy sogar hier. Muss man sehen, wie das funktioniert. Aber er braucht eine sehr schnelle Link ins 4, was ihn vielleicht nicht unbedingt davon abhält. So ein Laguna Blade. Ja, doch. Ingens könnte ja tatsächlich relativ gut sein mit der Lina. Aber trotzdem hat sie da Möglichkeiten, das zu unterbinden. Die Linkins vorher zu procken. Na gut, wir haben auf der Seite von Bone Doctors haben wir Seeker auf dem Support Line. Zusammen mit Dr. Favor. Also Favor auf dem Wraith King. Und zu guter Letzt Zalok auf dem Carry Weaver. Dann steht es in der Mitte von Toma auf der Viper. Und zu guter Letzt Sir Waterlord auf dem Timbersaw. Auf der Seite von 3D Max haben wir einen Solo Lane Patch. Und weh dem Wiss. So, Solo Lane Patch. Das könnte vielleicht noch rotieren, weil da kommt schon Seth runter. Auf dem Clockwork. Daher Nevermind Solo Lane Patch. Einfach nur Rune securen. Und gucken, ob man da vielleicht was machen kann. Und ihm auch die Lanes, die Wards gegeben. Und anscheinend ist es ein Support Patch mit Lina in der Mitte. Oder einfach nur Patch für die Rune haben. Und Lina, gespielt von Bim Bim, wird ihm die Lane erstmal ein bisschen blocken. Tipp auf dem Venomancer und Ban sie auf dem Embers Build, runden das Ganze ein bisschen ab. Timbersaw kommt hier in den Embers Build rein. Auch schon schön erstmal Flameguard geskillt, um halt einiges an Damage rauszuhauen. Natürlich keine Control. Aber die Rune wird knapp. Und mit der Gale könnte es. Oh ja, gut, Invis Rune. Aber sie haben. Ja, sie hatten Sentry Wards, aber sie wollten da nicht committen. Besonders weil sie halt auch nichts hatten mehr. Sie hatten Slow, hätte ein bisschen. Gale wäre halt immer noch drauf, aber. Natürlich nicht. Also jetzt wäre das durchaus die Sentry Wards hier ein guter Platz gewesen, um halt hier oben CD worden. Hätte ich durchaus sehen können, dass sie das trotzdem hätten. Um mehr Damage zu machen. Ja. Aber Invis Rune könnte hier ja vielleicht auch nicht erstmal sein Level bekommen. Na gut, okay, hat jetzt ein relativ obvious Ward gestellt, der den Tipp auch direkt dewardet. Ich glaube, wird erstmal nichts passieren. Patch tatsächlich auf der Offlane. Und Lina Mitte, Clockwork supportet das Ganze. Bisschen so rotiert. Und sucht nach ein paar Kills. Support Clockwork. Vielleicht ja die bessere Idee, weil wenn sie tatsächlich hintereinander gepickt haben, die Lina und den Clockwork. Das Ganze als Kombo ist natürlich noch ziemlich gut. Das Problem ist halt natürlich, wenn Lina Support ist, ist es halt irgendwie Lina Level 4 und Clockwork kann reinspringen. Was halt nichts bringt. Wenn das Ganze umgekehrt ist, ist es tatsächlich schon ganz gut. Clockwork kommt rein, cockt. Wo cockt? Jetzt könnte es hier ein Problem geben. Ja, Gale trifft auch. Ah, Timbersaw trifft nicht und dann muss er divinen. Und Soft es auch schaffen, ja. Hat auch direkt eingesehen, okay, Timbersaw, das wird nichts. Aus die Pien. Schöne Entscheidung hier und verhindert das eindeutige First Blood. Was sich hier 3D Max quasi dadurch verdient hätten. Doch einiges an Control darüber. Ja, Tri-Lane hier. Nach einer Minute 40, zwei Lanes haben 3D Max im Farm tatsächlich wieder die Nase vorne. Das, obwohl Weaver hier Free Farm hat. Aber reicht nicht ganz. Der Ember Spirit, obwohl er vorne quasi den Kill hätte holen können, hat trotzdem noch 100% Last jetzt. Was ziemlich beeindruckend ist. War ja 100 nicht bei 9, aber ja. Ziemlich viel. Die Mitte Lane ist mit 9 zu 2 gegen 5 zu 2. Geht so even. Aber ja, unterm Tower ist halt Last Hit nicht so gut. Lina kriegt doch durch den Nuke einigermaßen einfach die Last Hits. Timbersaw muss ja aufpassen. Wenn er für einen Tipp gescoutet wird, könnte das ein Problem werden. Pause.
Und weiter geht's, ja. So, für die kurze Pause, aber so viel war es ja, glaube ich, nicht. War aber ein bisschen was für mich, so reinkommen. Also, Thermosaurus wieder oben. Last Hits zeigen eindeutig immer noch, dass 3D Max vorne ist. Und Venomancer ist immer noch da, um ein bisschen zu harassen. Das interessiert den Thermosaurus natürlich eigentlich nicht, wenn er Reactive Armor hätte. Ich doch ein bisschen greedy geskillt hätte. Den Whirling Death hier. Den er wohl hier erstmal nicht brauchen wird. Die Reactive Armor hätte er aber schon brauchen können. Gale trifft. Cox würden auch treffen und rein. Das wird schwierig da raus zu Thema Chain. Ja. Nächster und ein First Blood dadurch, dass er Reactive Armor nicht geskillt hat tatsächlich. Jetzt wäre das wesentlich schwieriger geworden und er hätte mehr Probleme gehabt. Na gut, aber 1 zu 0, 3D Max. Und auch das versuchen das wieder auszugleichen, indem sie jetzt hier sagen, okay. Erstmal hier First Blood holen in der Mitte. Stun trifft. Nein, trifft auch und das sollte genug Damage sein von der Viper. Oh, und sie kriegen tatsächlich schon den Wraith King tot. Aber die Erfahrung ist von der Nina nicht da. Aber sie kriegt das Gold. Aber freut sie dich doch schon ein bisschen. Noch ein bisschen Gold bekommen, aber auch. Ja. Und ja, ich wollte schon gerade sagen, okay, hier Timmerser. Wurde nochmal gecatcht. Das muss ich mir angucken. Timmerser. Ist ein zweit hinten. Hier wurde Timmerser schon wieder. Oh, okay. Mission wird gegaut, Timmerser, TB't rein. Oh. Dieback. Geht hier rein, wird auch direkt gespottet. Und die denken sich, hey, easy kill. Ox. Wird nicht gebraucht, hier sollte er nicht wegkommen, hat nichts zum Hingehen. Versucht hier ein bisschen durchzujuken. Aber im Endeffekt. Ja, schafft es nicht herumzukommen, erwischt den Tree hier. Und stirbt ein zweites Mal innerhalb von 20 Sekunden. Die Lane läuft ja relativ gut. Mit 3D Max, obwohl sie halt eigentlich nichts dafür tun. Aber hey. Wenn einem das Fressen in dem schwimmt, dann. Warum nicht? Auch wenn hier zugegeben, ist in der Mund relativ weit offen war, ähnlich eines Wales. Aber genug der Tieranalogien. Eine Invis-Rune für Viper. Die das vielleicht ausnutzt. Knapp dahinter kommt Clockwork. Sie beinahe gesehen und jetzt könnte es halt ein bisschen schwierig werden. Versucht irgendwas hier zu machen, aber wird gestunt und verhindert sowas. Und Engage ist jetzt möglich von Clockwork. Geht trotzdem runter, wird dementsprechend gefangen hier. Und hätte vielleicht ja durch die Cox rauskommen können, aber geht hier down. 4 zu 1 für 3D Max. Allerdings, Lina wird trotzdem noch relativ low. Hat er im Eifer des Gefechts nicht gesehen, sonst hätte er vielleicht noch einen Schuss abgegeben, die Linie auch noch zu holen. Dann wäre das tatsächlich ein even Trade gewesen. Also, naja, sie versuchen es nochmal mit den beiden Supports. Viper TP't jetzt rein. Stun auf 2, sehr schön gemacht. Stun kommt raus, Lina sollte damit mit ihrem Leben bezahlen. Ja, mit dem Hex eindeutig. Wraith King holt sich den Kill. Aber, naja, jetzt holt sich Seth halt noch ein bisschen was von der Erfahrung ab. Timmerson musste wieder runterchainen, hat aber dieses Mal immerhin die ganze Area hier mit Bäumen bei den letzten Toten weggemacht. Hat damit sowas relativ einfacher. Aber es hat noch Level 2, konnte immer noch nicht Reactive Armor oder die Chain skillen, um ein bisschen weiter wegzukommen. Wahrscheinlich, ja, weiß ich gar nicht, ob man hier Reactive Armor oder die Chain skillen würde. Aber naja, schauen wir uns einfach an. Noch hier einen Lion, der Smoke gebrochen wird. Sie ist hier sieben, eventuell. Ja. Ja, hat kein Damage dafür. Jetzt ist Lina da. Jetzt muss er aufpassen. Stun driftig. Und die Lina wird jetzt ein richtiges Problem haben. Die Viper ist da. Viper Strike benutzt. Oh, und kommt gerade so ran. Das ist natürlich relativ gut. Stun trifft auch. Cox pushen ihn weg. Wenig Mana. Also ein bisschen awkward position. Ein TP. Aber sollten halt auch relativ schnell. Dann kommt Double Damage für die Viper. Wenn sie da noch ein paar Hits bekommt. Ja. Oh, das könnte richtig knapp werden. Was für eine Reichweite. Okay, das, ja. Mit der Range gibt das auf jeden Fall einen Kill. Double Damage Viper, klar. Immer so, habt ihr wieder das Problem, muss die Pien. Und schafft es gerade so. Mit der Timberchain. Da wegzukommen. Und die Timberchain wäre wahrscheinlich sogar gestorben. Aber das bisschen Eg hat ihm doch noch das Leben gerettet. Das zweite Mal weg, aber prinzipiell ist jetzt schon das vierte Mal, wo Timmerson knapp down gegangen ist.
Zweimal ist er down gegangen. Zweimal musste mit TP wegkommen, was halt doch mit 100 Gold nach 6 Minuten einiges ist, was er da nicht brauchte. Und Lion wird sich jetzt richtig darüber freuen, dass er eben keinen Finger of Death hat. Lion hätte ja schon einiges machen können, aber dass er nach 7 Minuten auf Level 4 ist, ist halt schon noch richtig gut. Rotations von Bone Rockers haben sich gut ausgezahlt hier. Durchaus. Ja. Hält sie da durchaus relativ stark im Spiel. Obwohl auch die einzelnen Aktionen nicht zu unterschätzen sind. Da wir hier ohne Thomas Wiper Action in der Mitte eine einfache Aktion hätten. Immer so ein bisschen nach oben. Das könnte ihm tatsächlich hier einen Kill bescheren. Dadurch, dass er halt so viele Cooldowns hat. Nämlich jetzt die Chain. Ah, kein Mana mehr. Und stirbt hier. Mit TP. Die fünfte Aktion von ihm, wo er out of position war. Das Problem ist, hätte er den Mana gehabt, hätte er tatsächlich den Ember Spirit einfach mit dem Whirling Death killen können. Es war sehr, sehr schade da. Dass es da nicht für ihn geklappt hätte. Aber ja. Ich glaube, nach der Chain wusste er schon so, ja. Hm. Also jetzt, ja, da sind wir schneller raus, die Beat, von daher. Hat er vielleicht noch nicht seinen direkten Tod vor Augen gehabt. Ja, ein bisschen vergessen haben wir Weaver hier. Weaver und Patch auf der Bottom Lane. Patch Level 7 nach 8 Minuten. Gut dabei. Tatsächlich gegen den Weaver, der hier natürlich auch Level 8 ist. Aber natürlich ein paar Kills, ein paar Last jetzt mehr hat. 49, so langsam übernimmt Zalok hier die Spitze. Hat es dabei, aber Level 8. Patch beginnt zu ganken. Und jetzt werde ich ein paar Hooks sehen. Dafür, dass die ersten 8 Minuten hier nichts passiert ist. Patch jetzt liefern. Eigentlich ist das. Ja, das ist schon die Zeit, wo man Patch fürchtet, vor 2 Minuten soweit. Aber. Ja, könnte hier Engines stacken. Ist kein Tidehunter. Denk nicht dran oder hättest du nicht so sinnvoll. Immer so, könnte wieder ein Problem haben. Ah, aber kommt rechtzeitig weg. Knapp war es im Endeffekt nicht. Da hat er eine Sekunde Zeit gehabt, um zu klicken. In der Meantime geht Lina down. Wie wohl wieder von Lion gefunden wurde. Oder, nee, einfach einen Viper-Strike bekommen hatte und dann sich nicht mehr bewegen konnte. Dann kamen ein paar Stunner angelaufen und weg war die Kiste. Ja, Patch, also, das ist halt interessant, weil das, dadurch, dass Patch doch so defensiv ist, würde ich schon fast sagen, dass der Patch ein Fehlpick war. Also, dass sie halt bisher noch nicht Patch zu voller Utility benutzt haben. Aber immerhin, Veno, Ember pushen jetzt die Lane und zumindest Veno haben sie bisher benutzt. Ember Spirit macht jetzt ein Go, aber Wraith King ist da, um zumindest das aufzuhalten. Die Frage ist, ob er da wegkommt. Mit der Chain wird das schwierig. Oh, und Hook macht das noch. Hat immer noch Level 5, knapp Level 5. Hook Mist, okay. Damit kommt Lion weg. Bei der Tower oben mit den Viper Ward, mit den Venomancer Wards. Hat ein bisschen Probleme. Und Fever guckt jetzt hier, ob er da rankommt. Double Damage kriegt er gerade so. Ah, kriegt den Stun nicht mehr geworfen. Der Guna Blade wäre vorhanden. Aber hätte, glaube ich, zu wenig Mana gemacht. Zu wenig Damage gemacht. Macht jetzt eigentlich Pure Damage. Ne, macht jetzt Magical Damage. 150 dementsprechend. Keine Chance. Aber ja, oben muss gedefft werden. Bornoctus kommen vorbei. Aber durch diese Wand von Veno Wards ist es relativ schwierig durchzukommen. Ohne Leben zu verlieren, ohne geslowt zu werden und besonders halt auch ohne gesehen zu werden. Daher kriegen sie ja keinen Kill. Patch farmt weiter. Tja, wird halt wohl diesmal als. Ja, als Slada bzw. als Centaur Warrunner gespielt hier eigentlich. Relativ tanky und wartet einfach auf den Blink. Hat auch gleiche Items dafür. Wobei ihm fehlt das Stout Shield. Aber das braucht er gegen Weaver vielleicht auch nicht. Besonders so viele Creeps wird er da nicht sehen. Außer sind die meistens nur Tower und mit was anderem beschäftigt. Andere Creeps einhauen. Aber auf jeden Fall, Patch hat noch wesentlich mehr Last jetzt hier als der Timbersaw. Die auch schon viermal öfters gestorben ist als der Patch. Zwei TPs benutzen musste. Lane ist doch relativ schwierig, weil es Timbersaw besonders. Clockwork macht ihm da richtig schön die Hölle heiß.
Und ich glaube, dass da in Bonn das nicht dran gedacht hatten, wo sie gepickt hatten. Weil das... Ja. Ich glaube, wenn Survivalot demnächst nochmal dagegen spielen muss. Ah, Thomas wird hier gefunden. Sollte vielleicht... Ja, okay, wird jetzt unterbrochen. Viper Strike ist auf dem Patch raus, den sie tatsächlich jetzt down bekommen. 0-1 für Patch. Und Ember Spirit kommt wieder rein. Das ist sehr gut. Das steht jetzt in Remnant. War nicht so gut. Aber Clockwork könnte jetzt hier eventuell cleanen. Hat keinen Mana mehr natürlich. Und Viper hat kein Leben mehr. Dementsprechend. Aber Timbersaw ist jetzt da. Auch kein Mana. Das ist bitter. Wraith King guckt hier, dass er vielleicht nicht gesehen wird. Wenn Clockwork ihn da entdeckt hätte, hätte er sich wahrscheinlich gedacht, hey, den nehme ich noch mit. Also, Fight Recap. 3-2. Ja, Bonoctus haben das Ganze ein bisschen geturnt. Haben den Ember Spirit halt besonders bekommen. Gegen den Viper. War es relativ wert, allerdings hat der Clockwork noch einige Kills bekommen. Plus 500, plus 1000 Erfahrung. Ja, der wird langsam von einem Support doch zu einem relativ guten Ganker. Ja, eigentlich sollte Lightning da dran kommen, ja. Okay, kommt da dran. Stun ist draußen. Und Finger wird rausgenommen. Und oh, war das, ist das knapp. Ich dachte, den Knight sich jetzt hier den Engines, zwei TPs kaufen und ab zu den Engines. Oh nein. Okay, Rocket kommt. Aber es. 100 HP. Oh, Rocket Level 4. Na gut, okay, das wäre ein Kill gewesen. Könnte aber da gleich nochmal versuchen. Mal schauen. 10 Sekunden. Ah, der nächste Rocket fliegt schon. Sollte eigentlich auch treffen. So wie es aussieht. Ja, 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 okay. Der Weg hat's gebracht. Dadurch, dass er doch noch so lange laufen konnte, konnte er regeneraten und dann hat's gepasst, aber das waren 10 Leben. Hui, hui, hui. So, Reengage von Bonoctus, die hier 3 TPen. Hätte ich tatsächlich sogar einen Hook gesehen. Eigentlich, klar hätten sie da eventuell reengagen können. Besonders wenn er den Line hookt. Aber mal schauen. Ich glaube, ich habe noch gar keinen einzigen Hook gesehen. Hat er überhaupt schon einen Hook gelernt? Oder hat er noch schon gemacht? Nicht sicher. Ich frage meinen Invisible Co-Caster. Das Problem ist nur, dass ich keinen habe. Dementsprechend kann er nicht antworten. Oder sie. Naja, gut. Drache können wir jetzt die Offlane. Wenn Patch ganken ist. Aber auch nur, bis er die Rune findet. Und die Rune. Besser. Gank, aber diesmal vielleicht auch oben. Oh, wunderschöner Zeitpunkt. Um das Let's Track Raid zu treffen. Und ja, dann war es Geschichte. Damit hat Survival definitiv nicht gerechnet. Eine der mehreren Dinge, in die er das Spiel nicht gerechnet hat. Besonders, dass er irgendwie nach 14 Minuten 0, also dass er 5 Tode gestorben ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass er damit nicht gerechnet hätte. Die Lane war sehr, 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 sehr brutal für ihn. Ich nicht in seiner Rolle stecken. Hat er auch prinzipiell keine Fehler gemacht. Außer, dass er sich vom Tower vorgewagt hat. Das kommt durchaus vor, ist immer so. Aber gut, schaue ich mir ins Zalok beim Farmen zu. Relativ erfolgreich dabei. Bald sogar seine Linkhands. Ja, dauert schon noch ein bisschen. Zugegeben. Aber auch nicht mehr so lange. Dann kann er immerhin von seiner Lane runter und was machen. Bisher wird er eigentlich dafür noch nicht gebraucht. Tower ist low und der eine Tower ist down, aber bisher muss er eigentlich noch nicht dabei bleiben. Also muss der noch nichts tun. Das bevorzugt so ein bisschen. Okay. Well. Ich dachte schon, keine Westen einfach gehen. Aber gut. Haben hier den Clockwork gefunden, der ein bisschen out of position war mit dem Smoke und finden dort den Venomancer. Support und Support. 2 Supports hier gefunden. Nicht so bitter für 3D Max, aber es ist halt schon schade, besonders weil es jetzt schwieriger wird, den Tower zu deffen. 10 Sekunden noch down. Die sind natürlich da. Ah, kommt eventuell auf die Hooks an. Frost Death auch als erstes hier. Bin mir nicht sicher, ob sie da nicht vielleicht, dadurch, dass er bisher noch gar keinen Impact hatte, auf einen Blink Dagger into Dismember gehen sollten. Halt einfach so als Center oder der Stunt. Beziehungsweise als, was weiß ich. Halber Bane. Erster Hook. Trifft die Lina. Nicht überzeugt, aber naja. Weaver findet jetzt hier so einen Ember Spirit, der keinen Remnant hat.
Aber ich glaube, das scheint er nicht zu chasen, nein. Chase der nicht, hätte er aber eventuell bekommen können. Versucht jetzt nochmal, aber sollte vielleicht nicht zu weit vorkommen, denn da sind 3D-Marks da und versucht noch was zu bekommen. John Lyon trifft nicht auf Clockwork, aber ein Hook könnte derzeit kommen. Wenn Seth wüsste, wo er ist, reicht er definitiv nicht danach, dass er. Genau. Okay. Wird jetzt sehen, was werden, ja. woher hat er das denn gesehen? Wahrscheinlich hat er gehofft, dass er ihn findet. Ja, geht jetzt hier Line drauf. Der Damage sollte vorhanden sein und schöner Hook raus. Allerdings besiegt das Lockbox-Schicksal, das wäre vielleicht der falsche Hook gewesen. Ist Member drauf. Oh, schön, das, schöner Suicide. Hat dann doch noch gepasst. Schöner Suicide, meine ich, nicht schön gespielt, sondern hat gut gepasst. War ein schönes Ding. War relativ wenig selbst zu beigetragen. Aber das lief ja nicht so gut. Block ist da leider in vier Leute reingesprungen. Und dann ja, haben sie auch noch den Patch eingehuckt, der sowieso fast tot war. Lief nicht so gut. Patch hatte bisher noch keinen Einfluss. Und ich bin gespannt tatsächlich, wann er den Einfluss bekommt. Aber das ist ja halt dann so die Zeit, wo sie turnen können. Man muss fett werden. Und ja, im Ultra-Late, also Late-Game präferiert auf jeden Fall Bone Doctors. Die Frage ist halt mit Patch, mit Ember. Wie hat jetzt seine Link ins Jahr? Aber das hilft ihm halt nur, dass er eigentlich ohne Gangs weiterfarmen kann, was er bis jetzt schon konnte. Weil die Max haben den Weaver bisher noch nicht so wirklich gestört. Was erstaunlich ist mit einem Clockwork und einem Patch und Alina. Aber jetzt hat er die Linkins. Und die Damage-Items werden danach kommen. Viper Blink Dagger first nach dem Mecha. Das ist auch interessant. Also Blink Dagger ja irgendwann. Aber eigentlich dachte ich, so nach 30, 40 Minuten. Aber andererseits ist halt auch das genau das Lineup dafür. Positioning ist key. Und gegen Lina, gegen einen Venomancer, gegen einen Patch, gegen einen Clockwork. Das sind halt genau die Helden, wo du halt eigentlich willst hin. Und zwar zu deinen Gegebenheiten. Das ist halt so der Punkt. Wenn sie nicht jäten, werden sie wahrscheinlich einen Vorteil haben. Aber wenn man selber nicht jätet, dann. Okay, nein, ich rephrase das. Der Punkt, den ich eigentlich sagen will, ist, dass die Helden initiaten können. Aber an sich, wenn sie alleine sind, doch nicht so die Hammerhelden sind. Locker kommt irgendwie klar, aber er würde gerne trotzdem eher Solo-Kills auf die Leute machen, die er tötet. Wenn er halt von so einer Viper getroffen wird, kann er halt auch nicht viel mehr machen, als zunächst einen Creeper sich weghookshotten. Patch ist es halt ähnlich so. Patch kann Solos, kann Supports killen, aber wenn er halt alleine gefunden wird, wegkommen kann er nicht. Er kann jemanden ranziehen und dismember. Aber wenn das nicht klappt, dann ist es halt nicht. Lina ist halt auch ähnlich, aber ja. Dementsprechend ist hier der Blinkdagger tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Und könnte halt eben dafür sorgen, dass in der Situation, wo Viper die Nase vorne hat, Viper eben auch rankommen kann. Ah, das TP haben sie zu spät gesehen. Beziehungsweise war auch außerhalb der Vision. Ja, doch, war sogar vielleicht in Vision. Aber sie finden jetzt den Clockwork. Der raus hookshotten muss, aber. Ah, hatte der Creefev, aber wollte den Hookshot nicht expanden. Okay, wohl doch, also hat er wahrscheinlich einfach nicht dran gedacht. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er nicht sieht, aber gut, kommt ja vor. Bisschen Panik. Nicht alle gesehen, vielleicht, es war Nacht. Und dann nicht gesehen, dass, okay, wenn ich jetzt nicht raus hookshotte, bin ich halt instant tot. Aber na gut, Timbersaw, 1000 Gold. Relativ wenig, ja, 27 Last Hits und so. Aber mit Bottle, mit Mana Boots ist halt auf jeden Fall jetzt genug dafür. Oh, knapper Hook daneben. Und tatsächlich wird die Bürste die Nelina einfach down. Die Frage ist, wie viel Weaver da noch machen kann. Eigentlich nicht sonderlich viel, ne? Kann da nichts machen. Und Timbersaw ist bitter. Die Lina definitiv unterschätzt. Braucht halt unbedingt jetzt hier noch für die 1000 Gold, hätte eine Vitality Booste gehabt, sähe das ganz anders aus. Aber ja. Tja, Ember Spirit hat tatsächlich ein bisschen Farm nachgeholt.
Weißt du, jetzt auch als für Ember so langsam in die Zeit gekommen, wo er halt auch besser Creepwaves clearen kann. Er hatte besser einen Last jetzt mit der Gemini Attack. Aber Creepwave clearen kann natürlich jetzt auch Ember Messer. Einfach durch Slicen. Das könnte ein Desolator werden. Und damit das erste Damage-Item für Weaver. Ich kann einen Desolator zu 100% unterstützen. Denn das Team macht auch Damage. Dementsprechend hilft der Desolator dem Team mehr, als es vielleicht einen Crit als Crystallis für ihn gebracht hätte. Wenn er nur auf sich selber gedacht hat. 3D-Max gucken jetzt hier, ob sie den Tower bekommen. Den hier ganz gut. Auch Patsch steht hier so. Wird natürlich nicht gehen. Ah ne, es ist Nacht. Das könnte... Das ist auf jeden Fall knapp. Wir gucken können, aber gut. Okay. Die Vision Range ist genau die Tower Range. Von daher war er da auch eben außerhalb der Range. Aber Wraith King hat auch bald einen Blink Dagger. Und Lion kauft die Wards. Also da... Da könnte bei der Initiation halt auch von den Supports rauskommen. Bis hier ausschließlich bei 3D-Max liegt. Ja. Patsch versucht es. Patsch steht ganz gut. Problem ist aber nur, dass er ist zu nah dran. Venomancer, ja, schwierig. Okay, Lina hat jetzt ihr Shadowblade fertig. Sehe ich auf einem doch relativ Papp-Bild. Generell kommt das Lineup von 3D-Max gerade so ein bisschen pappig vor. Sehr Potenzial dadurch, dass sie den Embers-Bild im Late-Game noch haben. Aber ansonsten ist es... Ja, Standard-Meter von Bondoktor und ein bisschen... Cheese von 3D-Max. Beziehungsweise, ja... Ich würde eigentlich nicht sagen, dass es ein Lineup ist, was aus Spaß gepickt wurde. Aber es scheint, wenn es nicht ihre Pocket-Strat ist, was ich halt nicht weiß, weil ich kein 3D-Max gucke, beziehungsweise jetzt zum ersten, beziehungsweise zum zweiten Mal die 3D-Max sehe, könnte ich meinen... dass es tatsächlich ein Experiment ist. So, wir haben halt in Game 1 gewonnen. Sagen, okay, wir können jetzt ein bisschen experimentieren. Oh, oh Gott, das Displacement. Und auch schön, dass Dismember. Hat sowieso nicht getroffen, die Timberchain. Dismember hätte trotzdem gesessen, aber hätte eventuell überlebt hier. Ohne den Rot-Damage wäre das eventuell zu wenig gewesen. Aber richtig knapp der Hook. Und auch richtig, richtig naiv von Timbersaw daraus zu tippen. Natürlich auch sagen. Weil es ist ein Patsch. Hat bisher von dem Patsch noch nicht zu sehen. Das war prinzipiell die erste Hook, die er getroffen hat. Aber immerhin. Also ja, hat, wenn er die Hooks trifft. Ja, okay, technically war der Line auch eine Hook und auch ein Kill, aber dafür haben sie ja doch ganz schön viel bezahlt. Blink Dagger ist jetzt fertig für Wraith King. Schauen, ob sie das hier direkt nutzen wollen. Im Line, mit dem Finger of Death könnte da eventuell kein Remnant. Was dann kommt. Und ja, Finger Death ist raus, Hex ist da und Weaver holt sich den Last Hit. Und es ist tatsächlich ein Maelstrom geworden. Ich weiß nicht, ob die Changes zum Weaver jetzt ist, dass auch die Gimini Attack den Lightning procken kann. Zack, zack. Zack, zack, ja, kann sein. Eigentlich nur auf Attack Animation. Dann kommt einfach nur zweimal raus, andererseits Attack Twice, sind es vielleicht doch zwei Attacks. Bin ich mir nicht sicher, kann aber durchaus sein, weil vor dem Patch habe ich eigentlich Maelstrom noch nicht auf Weaver gesehen. Und deshalb scheint es wohl noch einen neuen Patch zu sein. Aber Weaver ist dementsprechend... Mit dem Potenzial jetzt zum Wave Clearen und dem Linkins. Relativ. Ja. Kann jetzt Split pushen. Nicht unbedingt cocky, aber kann jetzt halt das machen, was ein Weaver tut: Split pushen, elusive sein, einiges in Damage rauszufahren und durchaus Solo Kill Potential zu haben. Ah, ich weiß nicht, aber da, wenn er da nicht. Committed hat immerhin aber einen Remnant. Sollte aber vielleicht hier aufpassen. Und da ist Fever da. Kommt nicht mit dem Stun rein, war oben keine Vision. Schön gemacht von Venomancer, der jetzt auch schon seinen Agamemnon fertig hat. Oh, puh. Okay. Hatten hier eine Sentry Ward, haben gesehen, dass die Linie da kam. Und ein schöner Dust. Gewusst wie. Und dann kommt auch schön
Kommt der Smiley raus von Bim Bim? Halt so, ja, casually, er fährt da vorbei in Shadowbladen. Aber das hätten sie ja halt auch gesehen, wenn sie eine Ward gehabt hätten. Brechend, ja. War das jetzt nicht die Sentry Ward dort unten, obwohl sie halt auch durchaus Teil dafür gehabt hatte, sondern. Ja, nicht naiv, aber es war halt Pech dafür, dass sie da gesehen wurde beim Shadowblade anmachen. Engines sind auch da, kann man auch noch ein bisschen mitnehmen. Ja, 27 Minuten, kein einziger Blick auf die Graphen, aber ist halt relativ even und war bisher noch nicht nötig. Ich gucke jetzt mal drauf. Ja, es ist even. Das sagen diese Graphen. Hin und her und hin und her. Aber in Last Hits ist es even, die Mitte ist immer noch dead even. Der Timbersaw kommt nicht wirklich hinterher. Und tatsächlich Clockwork und Tip auf dem Venomancer haben Farm im Gegensatz zu den Quads von Bone Doctors, die haben wirklich nichts haben. Wraith King hat seinen Blink Dagger rein durch Kills und Assists bekommen. Jetzt kommt hier die Initiation. Wraith King kriegt das nicht ganz so mit. Kriegen jetzt immerhin noch einen Double Stun raus. Aber ja doch, mit der Viper können sie jetzt auf jeden Fall reengagen. Stun ist jetzt vorhanden, kommt auf Timmer so, trifft noch gerade so. Die Frage ist halt, ob sie trotzdem rechtzeitig rankommen. Gale ist halt auch auf dem Weaver. Ist erstmal nicht so interessiert. Und ja, da ist die. Die aber eventuell hier ein bisschen leider sein könnten, nein. Eva würde einfach nur gerne wegkommen, sollte es aber nicht tun, einfach weil die Sentry, die Wards da sind. Sein Blinken verhindern. Aber Weaver jetzt im Hintergrund könnte hier auch einiges aufräumen. Oh, der Damage ist doch genügend. Guck, Mist schon wieder. Immer so holt hier den Clockwork als letztes mit einem Running Death. Level 4. Und Lina hat hier Shadow Blade ready. Könnte eventuell den Wraith King noch mitnehmen. Hat Laguna Blade ready, ja, das ist ein Easy Kill. Kill und TTP. Und da hätte ich schon fast einen Smiley von Bone Doctors ID erwartet. Return Smiley. Ja. Shadowblade ist tatsächlich relativ gut gerade noch, wo sie Pickoffs brauchen. Die Frage ist halt, was passiert, wenn die Games da sind. Wenn nur noch 5-Man Action gemacht wird. Aber hier so zum Wegkommen ist es durchaus auch noch gut. Das zweite Battle Fury für Embers Build, das habe ich hier verpasst. 29 Minuten, 218 Last Hits, ja. Aber Battle Fury, Crystals Battle Fury hätte ich hier definitiv noch nicht erwartet. Hätte ich ein extremer Schätz, besonders weil halt Weaver, ja, Mjolnir und Lincolns hat und ich dachte nicht, das ist äquivalent zu so, ja doch. 5k, 5k sind zwei Battle Furies. Das ist krass, okay. Richtig fetter Farm auf dem Earth Spirit hier. 4-3-5 zu 202. Oh, dieses Attack-Damage von Lina, der so sick ist. Okay. Ember Spirit kommt weg, nimmt den Stun. Da war kein Baum mehr. Ups. Ein Re-Engage. Lion hätte das noch gerne. Ist ja tatsächlich ein bisschen zu weit vorne. Aber sie kriegen tatsächlich ein Ember Spirit noch, weil Weaver da ist und jetzt den Damage raushaut, den der Ember Spirit halt auch rausholt. Das sind zwei Glass Cannons. Beide haben ihre Escapes. Allerdings auch nur begrenzt. Wenn Weaver gestunt wird, ist er irgendwie im Trockenen erstmal, wenn sie ihn bursten. Bei Ember halt ähnlich, wenn er keine Remnants mehr hat oder wenn er die Remnants gerade gemacht hat, dann ohne Flame Guard sieht es auch für ihn ein bisschen bitter aus. Ich bin jetzt ein bisschen alleine, wurde gecatcht und sollte jetzt hier mit auf Down gehen. Schönes Agas fertig. Das ist einiges. Agas Ulti auf 5 Leute, da müssen sie auch unbedingt raus. Oh, okay. Nein. Kein Follow-up da. Aber auf 5 Leute Agamemnon ist Ulti. Ich würde jetzt gerne sehen, wenn der Fight vorbei ist. Der Hook hätte auch tödlich sein können. Mecha ist draußen. Fight Recap. Damage. Damage Don. 3900. Von einem Helden, der gestorben ist. 4k Damage von einem Level 2 Agamemnon Ulti. Ach du heilige Scheiße. Wenn da nur der geringste Follow-up gewesen wäre. Ein Zeus-Ulti gewesen wäre. Puh. Nicht zu unterschätzen. Roshan? Ja. Was? Aber nope. So, auf jeden Fall könnte reinspringen. Du bist jetzt auch. Stun ist da. Hook wird ihn wahrscheinlich retten. Ja. Ups. Ja, der Remnant wäre ja lieber weiter oben hin gewesen. Wonder, dass da. Boot hätten.
dann wäre das ganz anders gewesen. Is my meat. Ja, greifenweise, War Doctors kriegen jetzt hier ein bisschen mehr XP und haben auch den Networth weiter hochgezogen. Kriegen mehr aus der Map. Haben auch mit dem Wraith King, der jetzt wahrscheinlich auf AC geht, langsam so ein bisschen tankiger wird. Besseren Late Gamer, allerdings das Veno-Ulti darf man nicht unterschätzen. Ein 4k Damage war das jetzt schon. Und es wird halt nur noch mehr. Frage ist halt, wann die erste Pipe rauskommt. Was Timbersaw jetzt übernehmen wird. Ob das vielleicht Wraith King macht oder ob das die Viper macht. Jetzt erstmal für sich ausgesorgt hat und eventuell jetzt gleich für das Mecha sorgen, für die Pipe sorgen könnte und vielleicht auch sollte. Das sind halt im Prinzip von den 4000 Damage. Sind das halt einfach mal 2000 weniger auf das ganze Team. 400 mal 2. Ah, Hook wieder daneben. Wollte Thoma halt dem Embers Bild ausweichen und hat damit unwissentlich den Hook evaded. Line sollte hier vielleicht nicht rauskommen. Das Problem ist, wenn jetzt Shadow Blade aktiviert wird. Ah, nee, okay, es ist tatsächlich eine Trap. Es ist eine Trap und. Tack. Und da kommt das Chakra. Ah, kein Damage. Und jetzt ist. Okay. Never mind. Das war ein Burning Death. Die ist dann doch auf einmal ein bisschen früh in die Luft geflogen. Ups, ups. Aber ja, also dieses, okay, ich habe kein Geld, ich habe keinen Mana für Finger. Oh, oh. Na gut, dann. Mana Drain Level 4. Und das ist wieder da. Wraith King, Reincarnation wurde geprockt, nicht so schlimm. 150 Sekunden Hook trifft tatsächlich, aber kommt mit der Timber Chain ganz schnell wieder weg. Da war halt nichts dazu da, um ihn halt schnell wieder aufzuhalten. Hätten sie aber auch nur Clockwork und oder... Ja. Ja, der Damage war dann einfach da und war noch ein bisschen was zu drin. Hookshot da rein, könnte jetzt... Ja gut, Lion sollte tot sein. Ja. Und die Frage ist halt, wie es mit dem... Timbersaw war ein bisschen hin und her. Aber sie kriegen tatsächlich einen Putsch vorher tot. Timbersaw fällt keinen Deny. Wäre durchaus möglich gewesen. Und jetzt der nächste Hookshot. Aghanims ist ja halt fertig. Und auf Fever, der seine Reincarnation eben schon gebrockt hatte. Der Blinkdagger wird jetzt zum Nutzen getragen. Kriegt er damit den Clockwork und Weaver ist hinten dran. Ist auf der Suche nach einem Embers-Bild. Hat einen Remnant gehabt, dachte ich. Aber keinen Mana gehabt, um hinzugehen. Entsprechend fällt ja auch noch. Und ja, Ember Spirit fällt gegen den Weaver, der hier doch irgendwie wesentlich passiver ist, aber halt genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Nämlich, wenn seine beiden Supports tot sind und dann holt er sich halt einfach den Double Kill. Ja, vielleicht mag es ein bisschen arschig erscheinen, aber das ist halt genau das, was hilft. Oh, schöner Stun. Gewusst wie. Ja, da muss er auch definitiv raus. Oh nein, ja, da ist der Link jetzt noch da. Allerdings, das Ulti könnte ihn procken. Muss auf jeden Fall jetzt weg. Ich glaube, er sieht gerade nicht so ein, dass es halt gerade tödlich ist. Ja. Also hätte da die Venom Wards vielleicht ignoriert. Wäre das gewesen. Hätte dann TP vielleicht dabei gehabt. Wäre das was gewesen. Ah, eventuell ist der Ring of Aquila jetzt so langsam für den TP zu nöten. 8000 Damage wieder, ja. Aber insgesamt über den Fight, ja. 2000 Damage hier. Ember Spirit. Einige unterstützt. Im Laufe eines richtig langen Fights fast alle. Aber das war wieder ein Zeitpunkt, wo tatsächlich die Fight Recap Anzeige doch ein bisschen zu große Cooldown hatte. Okay, Viper noch. Viper macht Go. 100 Gold vor seinem Aghanims will Patsch nicht sterben und geht dann bei seiner Entscheidung schnell raus. Für Viper wird es auch das Yasha, beziehungsweise dann danach das Manta. Wraith King. Noch kein Geld. Und ich vermisse immer noch die Pipe. Ich muss halt ein bisschen was, wird aber vielleicht auf BOTs gehen. Jetzt muss ich denken. Lockwerk könnte jetzt ein Problem haben. Hat einen Force-Staff. Und hat sein Ulti. Okay, das war nicht zu nöten. Ja, könnte eventuell genug Zeit haben, um den Hookshot fertig zu machen. Versucht hier zu DP'en. Bisschen. Bisschen. Hoffnungslos, ja. Das wäre der Punkt. Bisschen hoffnungslos gegen einen Lion und gegen Wraith King, da versuchen auszudebieren.
Aber naja, es war ein Versuch wert. Ich glaube, er war doch hier in der Corner genau vor dem Baum. Naja. Nicht machbar. Nicht machbar. Und Lukas versucht, den Tier 2 zu holen. Definitiv sinnvoll. Der Farm War ist ja im vollen Gange. Und da zählen Tower natürlich auch. In der Zwischenzeit versuchen hier 3D-Max einen Ocean zu sneaken. Mit Versuchen meine ich natürlich relativ überzeugend holen. Kommen relativ low, aber haben einiges an Damage. Können das Ding aber nicht vertesten, weil sie noch zu low sind von Roshan. Aber die Plague Wards scheinen das hier so lange aufzuhalten, bis der Ember Spirit sich gereckt hat. Ja, nach vorne zu TP'en. Und das frei zu machen. Ups, ja, und ich glaube, der Weaver hat langsam dem Daedalus genug Damage. Die Weaver doch, um die Lina einfach so umzubringen. Hutch wurde jetzt hier gefunden, hat aber einen Force-Staff. Stun ist trotzdem draußen. Es könnte genug Damage sein. Ja, könnte man nicht. Auf jeden Fall genug. King of Death wurde geused. Aber es hätte nicht unbedingt nötig gewesen. Lina Buyback ist halt auch so eine Sache, weiß ich nicht. Rage Buyback. Brauchen sie vielleicht jetzt zum Deffen? Hat sie gesagt, okay, lieber jetzt als später zu Buybacken. Aber wäre vielleicht nicht nötig gewesen. Grafen gehen doch jetzt sehr stark in Richtung Bone Doctor's Favor, weil sie da mehr Pickoffs bekommen und sich der Weaver pudelwohl fühlt. Und auf einmal haben sie keine Kontrolle mehr. Also, im richtigen Teamfight haben sie Kontrolle. Das Problem ist, diese Kontrolle ist eigentlich dazu initiation, der Hook mit der Lina, und eigentlich eben nicht dafür da. Weaver, Lina hat auch tatsächlich noch nichts. Sie hat keine Escape und sie hat auch keinen. Also ein Force-Staff hier tatsächlich Gold gewährt gewesen, anstatt dem Crystallis. Also zum einen dementsprechend die Linkens vom Weaver brocken könnte. Und zum anderen hat minimalen Escape hat für den Weaver. Was durchaus sinnvoll ist. Shadowblade wäre sinnvoll. Weaver wird wohl erstmal kein Dust kaufen. Auf tatsächlich ein Reaver, also entweder ein Heart oder Satanic für den Weaver. Ich würde mal sagen, dass es ein Satanic wird. Weaver mit. Ja. Mit Haste sollte hier raushucken können. Ja, das ist ein Easy-Hook. Weg dafür. Ich frage allerdings, ob Weaver aufgibt. Ja, Weaver gibt auf, okay. Geht da nicht hinterher. Denn er hätte auch einfach TP'en können. Okay, hat kein TP, aber das hat er vielleicht auch nicht gesehen. Und Necrobook für Clockwork. Hey. Patch wurde hier beinahe gesehen von Weaver. Ein Kill gewesen wäre. Jetzt haben sie gesehen, okay, da war ein Patch bei uns im Dschungel. Ups. Naja, nichts passiert. Waren auch immer zu dritt. Machen das hier sehr gut, dass sie halt auch dem Patch keine Angriffsfläche geben. Zugegeben, sie haben sehr, sehr wenige Aggressive Wards im Wald, um halt wirklich mal einen Support allein zu finden. Lion könnte er alleine töten, Wraith King eben auch nicht. Erzählt sich hier Wraith King doch schon relativ stark gegen so eine Pick-off-Strat aus. Es scheint immer weiter so ein gewisser Trollpick von 3D Max zu sein, sozusagen, möchte ich aber nicht sagen. Also, ja, Patch und diese Lina-Kombo, bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das. Weiß ich nicht. Ob sie das im Finale auch gemacht hätten. Aber der Punkt ist halt, dass sie doch stark farmt hatten am Anfang. Und aber jetzt die Bonoctors halt zeigen, was sie drauf haben. Ich würde es halt nicht auf den Draft schieben. Das 3D Max Lineup ist stark. Es ist halt sehr auf Pickoffs basiert und es könnte tatsächlich ihre. Ja. Ihre Pocket Strats gegen Noobs sein, weil das ist doch ein Lineup, was. Ja. Ich will jetzt nicht sagen einfache Teams, aber. Noobigere Teams. Im Prinzip unerfahrenere Teams doch relativ stark aufräumen könnte und extrem viel Spaß beim Spielen macht. Lion, Clockwork, Venomancer, Patch. Das bockt halt richtig. Und damit kannst du halt richtig stompen. Dementsprechend habe ich trotzdem das Gefühl, dass es. Ja, dass sie vielleicht Bone Doctors ein bisschen im ersten Game unterstützt hätten und deshalb halt ihre Unstrat ausgepackt hätten. Und dann jetzt so ein bisschen damit auf die Schnauze fallen. Sieht zumindest so aus. Aber mit dem Ember Spirit ist das Spiel natürlich auch nie vorbei. Und wir haben jetzt keine solchen Squishy-Helden, dass sie sagen können, okay, wir. Einmal gegroupt, Ember Spirit killt, macht direkt eine Ravage. So ist es nicht. Aber der Damage ist doch schon vorhanden, um halt hier ziemlich kurzen Prozess mit einem
Weaver zu machen, wenn er out of position ist. Aber es ist ein Hard-Fan Weaver, der genau das erkannt hat. Okay, was? Sie haben halt nur Burst. Also lass mal auf den Hard bauen, den Damage habe ich jetzt. Sind tatsächlich sehr squishy von 3D Max, außer Patch. Patch hat, ja, 2 Flash Heaps Stacks. Nach 41 Minuten. Ja, dieser Pick hat sich absolut gar nicht ausgezahlt. Ich glaube nicht, dass er da tatsächlich auch Spaß hatte, weil Patch hat nichts getan. Er hat 3 Hooks getroffen. Nach 40 Minuten. Ja. Scheint nicht für 3D Max zu funktionieren. Immer Ember Spirit zeigt mal so ein bisschen, okay, hier. I'm doing damage. Oh, ja, und er tut einiges an Damage, wenn er so ein Prefix ist. Aber, it's a trap. Leider trifft das Chakram hier nicht, aber es sollte eigentlich mit dem Finger genug sein. Ha! Denkst du. Knapp, wenn das Chakram getroffen hätte, hätte es ausgereicht. Und, au, oh, das war bitter. Hätte wenn es so knapp, wenn er es rechtzeitig zurückziehen hätte können. Aber es sollte nicht sein. Ja, Viper ist allerdings unten, aber Lina ist nicht. Lina will nicht die Viper. Lina wollte eigentlich den Wraith King, der keine Reincarnation hat. Und Lina könnte ihn auch bekommen. Oh, daneben. Aber Laguna Blade. Blink, 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 blink. Ah, es reicht trotzdem. Auch keine Laguna Blade, kein Mana dafür. Jetzt ist es ein bisschen Niemandsland. Aber auch niemand von Bottom Doctors ist da. Wir haben Lanes zu pushen. Und die Lina da mitten ihrer Base stürzt nicht. Außerdem wissen sie halt auch, okay, Shadowblade. Weaver könnte eventuell einen Crack dran haben. Okay, ja. Aber Lina hat keinen Mana. Ein bisschen awkward hier. Könnte eventuell hier die Lina finden. Ja. Und die Bugs treffen sogar. Das könnte übel sein. Timbersaw ist da und. Oh, Hex besiegt das Schicksal. Eindeutig da. Weiß ich nicht. Glaube ich, die Lina hatte den Weaver gesehen. Und dann umgekehrt hat auch gesehen. Und ich glaube, da hätte sie sich ein bisschen verstecken sollen. Und wirklich auf das Shadowblade warten. Wenn sie halt schon kein DP hat, in der Sinne. Geht jetzt. Okay, das war besser, als es hätte funktionieren können. Ich wollte schon sagen, er hatte den Falschen erwischt, aber. Weiß ich nicht. Er hätte eigentlich den Venomancer da halt auch schon retten können oder hätten retten wollen. Als er einen Weaver hatte, konnte er nichts mit anfangen, aber er hat trotzdem den Venomancer gerettet. Naja, erfolgreicher Hook. Aber dieses Hex auf Timbersaw ist tatsächlich. Es wirkt. Jetzt eben bei dem Lina-Kill. Und halt auch so generell, besonders gegen den Ember Spirit brauchen sie halt mehr Control. Die haben schon einiges, aber insbesondere wenn der Weaver nicht da ist, fehlt ihnen so ein bisschen die ausreichende Control. Timbersaw Line hat man eben gesehen, es hat nicht ganz gereicht. Zugegeben, okay, das Chakram hat gemisst, was es halt nicht so oft tut. Aber jetzt mit dem Hex ist auf jeden Fall genug Control da, um auch einen Ember alleine umzubringen. Zu zweit. Und das ist halt so die Stärke, die die Bornoctus haben. Wir haben 3D Max auch. Aber, ich weiß nicht, der Burst ist nicht so groß. Das ist praktisch. Oh Gott, das ist knapp außerhalb der Range hier. What? Ja, das ist bitter. Da keine Range und. Hat hier, glaube ich, sogar ein bisschen gespielt. Ist jetzt hier runtergegangen. So von wegen, um zu tun, als ob er den Ward da oben eine Vision hätte. Andererseits hat der Ward die ganze Zeit draufgeschossen. Weil ich glaube, er wollte Highground gehen, um nicht zu missen. Musste einfach runter, weil er keine Range hatte. Daher zu viel reinzipatiert. Auch ziemlich coole Plays gewesen, wenn er halt immer hochgegangen wäre, den Vision geholt hätte und dann nach unten gegangen wäre, um zu attackieren. Einfach um zu denken, so, okay, hier ist kein Ward. Weil er hatte den Ward halt die ganze Zeit hier gesehen. Wäre ein cooler Juke quasi gewesen. Aber war es wohl nicht. 45 Minuten, 32 zu 21. Bornoctus haben da die Nase vorn. Im Farm ist es relativ knapp. Ember Spirit ist ein Ticken weiter vorne, aber das wechselt sich immer wieder ab, je nachdem, wer gerade welche Wave bekommt. Aber es scheint, als ob Bornoctus jetzt hier rein wollen. Aegis ist aber bald wieder da, von daher sollten sie vielleicht eher auf das warten. Lake Wards sind drin, aber es dauert auch eine Minute. Checken Roshan und werden jetzt hier erstmal ein bisschen an Roshan campen. Derweil, Clockwork macht das Richtige. Push die Lanes weiter, hat Necro 2 jetzt vorhanden. Necro 3 und TP zurück.
Sinnvolle Entscheidung. Es war sehr, sehr knapp hier. Und 3D Max wird auf jeden Fall zuerst sehen, dass sie dann das Rohr schon wieder da ist. Frage ist, ob eins von beiden Teams ungesehen reinkommen kann. Und noch das glaube ich, dass es nicht möglich ist, weil die Plague Wards da noch einige Zeit drin sein werden. Noch immer wieder erneuert werden. Außerdem, das Bild typt nicht aus. Ja, doch, aber nicht in nächster Zeit. Und Bonox sind relativ weit doch davon entfernt, dass sie eigentlich wissen, dass gleich Roshan da ist. Roshan ist jetzt respawned. Mal schauen. Derweil, Bimbim versucht es nochmal. Hat getroffen und besiegen das Schicksal von Wraith King, der natürlich ja jetzt richtig viel Support bekommt. Auf einmal, ja, ist Clockwork nicht mehr da und anscheinend wird die Lina auch nicht mehr weiterkommen. Doch, schöner. Ah, auch den Hook. Yes. Aber das hätte trotzdem nichts gebracht. Patch sollte ja auch down gehen. Hat ein TP. Versucht jetzt raus zu TPen. Und Line, Link. Richtig gemacht. Sogar noch Smoke wird benutzt, um zu gucken, wo er ist. Weil dieser Ward ist von den Dire. Da haben sie die Vision nicht gehabt. Also hier Smoke gezündet. An. Eine Minute. An dieser Ecke hier. Um halt quasi diese ganzen Bereiche abzudecken. So, wenn er da ist. Wenn er halt nach hier gegangen ist, haben sie mit dem Smoke. Hier in die Richtung wäre der Smoke halt nicht gebrochen worden. War ja ein schöner Detektor hier. Weil sie keine Ward hatten. Buyback vom Patch muss jetzt hier rauskommen, weil Bone Doctor ist Pressure on High Ground, aber Buyback geforst. Ab zu Roshan rein. Sentry Ward steht, um so eine Lina abzufangen. Jetzt auch Buybacken muss. Aber Wraith King hat seine Reincarnation und ist jetzt hier einfach der lebende Ward. Allerdings, Embers Bild braucht das nicht. Kann jetzt hier. Ich dachte, er versucht es eventuell, das Ding hier zu snacken. Aber war wohl doch ein bisschen. War ihm zu greedy und hat er lieber sein gelassen. Außerdem die Viper relativ tanky jetzt. Hat halt alles, was sie haben will: 3700 Gold und eine Gem. Ja, das wird den Push für den T2 Bottom. Und wenn der 3D Max nichts gegen tun kann, wahrscheinlich auch der Push High Ground. Dann wird es interessant, was 3D Max dagegen macht. Butterfly, Daedalus, Blink. Okay. Die Items sind getroffen. Das Item Timing ist da. Exakt gleiche Last jetzt eben. Für Weaver. Und T2 wird wohl uncontested fallen. Habe ich so das dumpfe Gefühl. Plague Wards sind da. Frage ist, die beißen sich so ein bisschen an Illusions die Zähne aus. Und Nox wollen erstmal nicht wirklich da rein. Zumindest nicht bis Line da ist. Und eventuell bis Weaver da ist. Vielleicht machen sie es doch einfach sinnvoll und sagen, okay, wir lassen die Lane halt einfach hier reinpushen. Und wenn sie zum Deffen kommen, gehen wir halt dann rein. Wäre eigentlich die. Naja, die safere Sache. Aber haben doch so ein bisschen ihren Grip auf die Lane sind losgelassen, habe ich so das Gefühl. Sind jetzt wieder verteilt und lassen sich jetzt hier das Momentum aus der Hand geben. Hätten sie durchaus was machen können. Ja, Weaver könnte hier in einen Trap laufen mit der Lina, aber nix da. Mal schauen, ob sie einen Go machen wollen. Ah, Stun Mist. Und ja, jetzt hat Zeph so ein kleines Problem. Außerdem ist Lion da. Bin ich die Lina, Shadowblade 5 Sekunden. Die Pete raus. Gute Entscheidung. Aber auch interessante Entscheidung, dass der Lion nicht geblieben ist. Also klar, Lina hätte ihn töten können. Aber Weaver war ja da. Und so eine Lina für einen Lion. Eine Mittel-Lina für einen Lion wäre, glaube ich, tatsächlich wert gewesen. Da weiß ich nicht. Sentry hingestellt und dann ein bisschen Control. Ah, na gut, Viper holt sich jetzt mal so einen Patch. Patch muss TP'en. Und ist wieder weg. Und mal schauen, ob sie da. Ne. Können nicht reingehen. Für eine Sekunde gedacht, dass sie da eventuell reengagen können. Aber nichts und Reengage kommt jetzt von den Bonn-Doktors. Was drin ist, Chakram ist immer noch auf dem Landesbild. Oh, und das ist einiges an. Stick Charges retten ihn dafür im sicheren Tod. Die Frage ist eventuell, ob der Poison Sting noch. Nee. Dafür ist die Reactive Armor mit 16 Sticks.
zu viel. Aber das war richtig knapp mit dem Bale. Und die knappe Sache auch hier mit dem Hook. Die Frage ist halt, ob sie das wirklich wollten. Also wenn da Viper mitten in den Helden drin wäre, Anteil gepoppt und Action. 2800 Leben, 20 Armor. Aegis. Ich glaube, er könnte sich schon fast hooken lassen. Dafür sorgt. Na komm noch. Ich bin eigentlich genau dahin, wo ich jetzt gerade bin. Und Hook auf Reaver. Der aber lieber schnell timelapsed. Definitiv sinnvoll. Mal schauen. Jetzt Hookshot ist da. Aber schöner Frostdev, der weg. Und auf einmal wird geburstet. Wraith King. Reincarnation triggert. Was ein Crit auf den Timbersaw. Timbersaw Buyback. Und muss jetzt gucken, ob er irgendwie reinkommt. Allerdings ist die Viper so komplett alleine drin. Und jetzt reicht es tatsächlich doch nicht, der ganze Damage. Weaver ist richtig low. Muss da aufpassen, dass ich down geht. Viper geht down. Die Weaver ist jetzt das Wichtigste wegzukommen. Hard triggert. Also noch ein bisschen warten. Und vielleicht kommt er eine Lina High Ground. Die er one-shotten kann. Anscheinend erstmal nicht im Fall zu sein. Bone Doctors wollen re-engagen. Seeker ist ready. Weaver kommt rein. Hex ist nicht da. Aber finden hier den Ember Spirit, der wahrscheinlich die wichtigere Wahl ist. Ember Spirit 100 Sekunden auf Cooldown. Fight Recap. Ja, 2000 XP Change. Und finden hier. Oh, Stun ist da. Und Weaver holt sich den Last-Hit. Double Kill für den Zalok. Ja, das war der erste Kill. Auch wieder von der Linie einiges dann. Und jetzt können sie Handground gehen. Buyback-Status. Okay, ja. Ist vorhanden. Auf Linie allerdings nicht. Eine Minute noch auf Cooldown. 500 Last Hits haben wir jetzt nach 50 Minuten. Das ist nicht schlecht. Timeless wurde genutzt. Und ja, auch Patch sollte ich jetzt nicht weit vorwagen. Drei Flash Heaps. 2200 Leben mit Agas. Das ist nichts. Hook hat gemisst. Auch eher blind, um vielleicht noch jemanden zu finden. Wissen, dass der Wraith King wahrscheinlich noch hinlaufen muss. Entsprechend sind sie erstmal 4 zu 3. Allerdings gegen den Reaver, gegen den Timbersaw mit Hex, ist das halt auch so eine Sache. Will man das? Weil der Expert ist direkt tot, wenn der Reaver nicht kontrolliert wird. Butterfly ist fertig. 7000 Gold. Ja, das sind BOTs und Buyback. Und so ist 6 slotted. Gegen die Lina wird er wahrscheinlich auch demnächst anfangen, einfach mal 20 Cent Rewards zu kaufen für den Lion. Der durchaus noch Platz für 20 Cent Rewards hätte. Warum nicht? Ja, und Glockwell könnte jetzt ein Problem haben. Wird gestunt und das sollte sein Schicksal siegeln. Besonders nach dem Hex. Aber könnte jetzt weiter gucken. Hook ist da. Bonk. Und kommt tatsächlich weg. Aber Blink könnte... Ah, reicht nicht ganz. Reicht nicht ganz an Damage. Ja, natürlich, Patch war da und wurde von Weaver gekillt. Mit einer Double Damage, okay, wir können es ihm verübeln. 500 Damage, doppelt. Ach du Scheiße. Mit Crit, Chance auf Crit. Und ja, Lina ist leider in Sentry Ward gelaufen. Allerdings wird die Sentry Ward's Range hier auf. Weaver wird gefunden, Ember Spirit ist noch da, die Lina versucht jetzt, aber halt wieder die Linke zu bekommen. Sorgt dafür, dass Weaver einfach hingehen kann und weiterhin sollte vielleicht nicht das holen. Godlike Spree mit Triple Kill auf Zalok. Und das sollten jetzt Rex bedeuten, wenn nicht sogar zwei Rex. Ember Spirit kommt rein, Frage ist, kann doch einiges hier auf dem Weaver machen. Allerdings ist bald wieder sein Hart fertig. Wenn jetzt hier eigentlich bleiben und die Rex holen. Einige sind nämlich, wie gesagt, für Ember Spirit, aber halt immer nur so einen kleinen Chosen. Und das reicht für eine Z-Up einfach nicht. Gehen sie jetzt hoch? Scheint so, als ob sie hochgehen wollen, ja. Weaver und Thomas sind da. Und Banzi kann da nicht so viel machen. Hat vergessen zu zielen in Chainsen. Machen wir ein bisschen zu früh, off-timing. Muss jetzt hier BKB machen. Und... schneller Spirit weg, kam gerade so mit einem BKB zurück zum Fountain. Weiterer Hook, der... Ja gut, Animation war raus, zur gleichen Zeit, wo das Hunter gepoppt wurde. Er sieht schlecht aus für 3D Max. Die Grafen sind off the roof. Und sie haben halt wirklich gerade auch nur Ember Spirit, der fetteste, der jetzt down gehen sollte. Und das sollte GG sein.
GG von Benzi. Schreibt sie sogar. Seth. Und Born Doctors haben 3D Max richtig überzeugend down bekommen. Die Frage ist halt nur, inwieweit der Draft dort tatsächlich eine Pocket Strat war, die Born Doctors überragend geschlagen haben. Oder ob es halt einfach ein bisschen unterschätzen hier von Seiten von 3D Max war. Nichtsdestotrotz super gespielt von Born Doctors. Und ja, Zalok überragend auf dem Weaver, der irgendwie genau das richtige Mittel in diesem Spiel war. Okay, das war in der UGC-Liga Season 2 das Spiel Born Doctors gegen 3D Max. Ich bin Sisterson und wir sehen uns beim nächsten Spiel. Bis dann, auf Wiedersehen.